Herzlich willkommen, mein Name ist Enox. Und ja, willkommen jetzt eigentlich zur Anführungs- und Schlusszeichen zweiten Arc-Folge auf der Island. Was eigentlich gar nicht die zweite Folge ist. Aber geh weg! Du dreckiges Stück Scheiße. Du stirbst jetzt. Du hast mir mein Zeug geklaut, Alter. Ich hasse euch, ihr scheiß Pico Masterix. Ich bin mein Skin. Brav. So, ich bin auf der Suche nach einem Petri. Nö, hier ist keiner. Wo könnten diese... Da hinten. So, natürlich schon mal die Narkopfeile rein. Alter, das gibt's doch nicht. Meine Güte. Das ist so eine Unverschämtheit. What? Nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe leider nicht die nötigen Utensilien, um das Viech zu töten. Warte, ich rüste dann meine Pfeile aus. Ich gehe lieber hier oben, da bin ich vielleicht sicherer. So. Zack. Uah, jawohl. Ich stacke. Ich will hier hoch. Ach, ich will jetzt aber hier hoch. Leute, ich... Na. Das ist doch so scheiße. Nicht arg, das Stacken ist scheiße. Ja, aber das Spiel heißt arg. So. Alter, Jump'n'Run König. So. Okay, wo bist du, scheiß Sakro? Bin ich so weit von dir gerannt? Das sind Kompis. Ach, das ist ja echt unglaublich. Ich suche mir einen anderen Petri. Mann. Ey, die Scheiße. Überall diese scheiß Akros, Mann. Ja, als ob. Eigentlich wären hier tausende von Petris. Eine nach dem anderen. Die um dich herumfliegen, sich cool fühlen. Und manchmal dir auch Angst machen. Ja. Lol, das kenne ich jetzt noch nicht. Okay, cool. Petri, but. Komm zu mir, bitte. Ach Mann, so eine Scheiße. Warum finde ich keine Petris? Das kann es doch nicht geben. Ich verstehe das nicht. Na, du dreckiges Viech. Du dreckiges Stück Scheiße. Oh Gott, ich hasse dich so sehr. Geh weg. Geh weg, du Mongo. Geh weg. Bring dich um. So gehört? Scheiß Hurensohn. Die regen mich so auf, die klauen nur, immer nur meine Sachen. Mann! So.
Hm. Wie denn, Sakro? Das gibt's ja nicht. Gott. Damn it. Zum Glück habe ich Essen dabei. Schnell, träugst du dir das, bevor es euer liegt? Kann ich den Petri, der bei euch ist, tämen? Ich hab tämen gesagt. Aber ich wollte was anderes als tämen sagen. Aus Versehen. War nur aus Versehen. Kann ich mithelfen? LOL! Der ist unter den Hacker! Das ist ein Hacker. Das ist ein ganz knallharter Hacker. Das ist mal ein Hacker. Stil. Hilfe. Bitte. Bitte. Someone help me, please. Mann, ich will nicht, dass nicht Petri-Besitzer sterben. Bitte. Bitte. Bitte hilft mir. Hallo. Hallo. Jemand auf der Insel, Mann. Hallo. Ich werde von dem Sakro verfolgt. Ja, ich laufe gerade halbwegs in den Sumpf rein. Scheiße. Scheiße. Gott. Scheiße, Mann, bin ich weg. Ich bin so weit weg. Und zu Hause. Oh nein. Oh, oh, ich hab mir was gebrochen. Oh Gott. Ey, gibt's irgendeinen Mod, wo man diese dreckigen Pegomaster wegmachen kann? Das sind so unnötige Viecher. Obwohl, stellt euch vor, ihr wollt ihr mal einen Raiden in so einem PvP-Arc-Server. Habt ihr im Haus drin ganz viele Pegomaster rechts auf aggressiv. Und oh, der ist ein Wienmist. Und ja, die, dann klaut euch die Pegomaster rechts all eure Waffen und so. Geht das überhaupt? Das geht, oder? Aha, da ist ein Meer. Das wusste ich noch nicht. Hier war ich noch nie. Ich schwöre, ich war hier noch nie. Da kann mich nicht erinnern. Oh doch, ich war hier schon mal. Aber nicht auf dieser Seite. Auf dieser Seite war ich noch nie. Also ich habe hier noch, ja, ganz kurz. So, ich weiß nur, dass da oben so ein Metallquelle ist. Wo sonst? Ist mir das alles neu. Und ich hätte gern meinen Petri. Es kann nicht besser laufen. Genau, verschießt deine zwei Pfeile. Perfekt. Hallo. Hallo. Scheiß Lag. Junge, Junge, Junge. Ich brauche wieder Pfeile. Ach du Scheiß. Mann. Ey, das gibt's doch nicht. Ach, halt's Maul, bitte. Ach du Scheiße, Wäschemaschine, ganz im Ernst. Halt doch dein Maul. Gib mir nicht auf den Sack. Sack.
Ich bin fast im Redwood. Ich bin da vorne, ich glaube, der Sumpf. Ach komm, eine Chance. Ach, scheiße. Ach, komm. Komm da runter. Komm da runter. Ich hol dich auch mit Gewalt runter. Du Arschloch. Komm runter, Mann. Ja. Oh mein Gott. Komm schon. Nein! Geh weg von mir. Geh weg. Der ist schon leicht blutig. Aber tot kriege ich den halt nicht. Der ist ziemlich schnell. Ich brauche jetzt echt hier Beeren. Das machen auch nicht viele in Petri neben dem Stego. Oh nein, er kommt nahe, er kommt sehr nahe. Fress du, scheiß Arschloch. Uah! Oh, wie rennt. Nein. Bitte verschon mich, Senpai. Bitte. Ich will nicht sterben. Nein! Mann! Geh weg! Geh doch weg! Mann! Mann! Ach, du scheiß wichsende Affe. Du dreckiger Hurensohn. Ich bring dich jetzt um. Habe ich dir das schon gesagt? Ich bring dich um. Dreckiger Wichser. Ich bring dich jetzt um. Ich bring dich jetzt um. Hast du ihn getötet? Ja. Stirb, Alter, stirb einfach. Stirb. Komm. Komm, stirb doch. Mann, nein. Hilfe. Jo, Alter, wie schön. Alter, alles klar. Scheiß Speedhacker. Nee, den bringe ich jetzt um. Komm mit Dreck. Das schaffen wir. Hand in Hand, Hand in Hand. Ich töte dich jetzt mit meiner magischen Hand. Na, 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 na. Ich bin verstot, verschone mich bitte. Ich bin dein Papa. Ich bin dein Papa. Ich bin dein Papa. Hallo? Nein. Genau! Ho. Oh ne, das macht so keinen Sinn. Hier gibt es nur eins, was man tun kann.
Oder ich kenn's einfach. Ich muss irgendwo da hinten hin. Ja, da war ich doch gerade. Nicht ganz so nah, aber ähnlich nah. So eine Scheiße. Ach. Das kann ja mal was werden. Ja, ich muss hier hinten hin. Ziemlich weit. Okay, keine Piranhas. Aber da hinten sind Quallen. Also Quallen. Ja, noch besser. Und Terrorisanus, oder? Wie heißen diese Viecher? Trodon. Nein, lass mich in Ruhe. Ey, das... Ich bin nur vom Pech. Ich krieg nur Pech. Ich muss irgendwo im Norden spawnen, damit ich überhaupt da in die Nähe kann. Weil dahin zu laufen ist schon weit. Wir sind im Nähe vom Blauen. Oh! LOL! Nein! Bitte! Lass mich doch einfach in Ruhe. Oh, du wichsender Mongo. Ja, renn weg! Was? Ja, komm, ich schlag dich mal betäubt. Und dann rennt er wieder weg. Oh. Mann. Das gibt's doch nicht. Nee, nee. Das glaube ich nicht. Immer hab ich so ein Glück. Jetzt kommt er wieder. Ich glaube das gar nicht. Ja, genau. Mann! Geh weg! Du Affangulo! Lass mich! Töte mich doch! Komm! Ey! Oh, Mann! Ey, nein! Nein, Mann, nein. Ganz einfach. Jawohl, da hinten sehe ich schon mal. Ja, aber der Schein drückt. Ich muss noch ziemlich weit fliegen. Fahren. Laufen. So. Ja, noch ein Kompi, noch ein Kompi. Kommt schon, kommt doch ein T-Rex? Nein? Okay. Dann halt nicht. Mann. Aber ein Dildo. Ich hab die immer Dildo genannt. Mann. Ich will jetzt zu meinem Ort gehen. Ist aber schon irgendwie leicht doof, wenn man da ohne Sachen hingeht. Weil der Ort ist nicht ganz ungefährlich. Ja, weil da gibt es Spinos und so. Und ja, gleich nebenan ist ein Alpha-Spawn-Punkt. Also ja, beste Bedingungen, um zu sterben. Aber wenn man da mal gebaut hat, dann ist es nicht mehr so schlimm. Ich weiß noch,
Da war mein alles, da habe ich zum ersten Mal Ark gespielt. Das war auch der erste Server, wo ich richtig Ark gespielt habe mit ein paar Kumpels. Und ja. Doch, ich kann nur eins sagen, der Server hat sich verschlechtert. Ich kann keinen von euch empfehlen, darauf zu gehen. Ich sage auch darum extra nicht den Namen. Es ist halt so jetzt, früher war noch Offline Raid Protection, jetzt nicht mehr. Dann gibt es da ein Alpha Tribe, die waren seit Anfang an, glaube seit fast seitdem der Server begonnen hat zu existieren, sind sie da schon drauf. Und haben alles und so und die greifen immer wieder die Neulinge an, die haben natürlich keine Chance. Die machen das so, ihr baut was Neues und warten erstmal und wenn ihr offline seid, reden sie euch. Alles. Und das geht immer so weiter. Und jetzt wundern sie sich, warum keine Spieler mehr drauf sind, außer der Alpha-Tribe. Aber ja. Wenn sie Spaß dran haben, noobig zu sein, dann laden wir mal. Ist der Megalodon irgendwie größer geworden? Oder täusche ich mich? Und da können auch Rex spawnen. Ich habe schon mal dort einen Giga gehabt, wo mich angegriffen hat auf der Base. Aber ja, das war auch das Ende der Base. Und da muss ich umzügeln, aber ich, also ganz Ende nicht. Ich hatte so viele Rexes und 2 Gigas und 15 Rexe, alle über Level 200. Die haben natürlich den Giga platt gemacht. Weil ja, beide Gigas von mir haben auch noch angegriffen, die wurden dann noch Rage. Kommt noch hinzu, meine ich. Und ja, da haben sie richtig losgelegt. Die haben zum Glück, die waren zum Glück hinter den anderen Gigas. Also den Giga und die Rex war vor dem. Und ja, wo der Giga gestorben ist, hat mein Giga noch so 2-3 Rexes umgebracht. Und ja. Sylvan sollte sich daran noch erinnern können. Ja, obwohl er da an dem Zeitpunkt gar nicht online war. Ja, und mein erster Giga, den ich je in Ark hatte, hieß Titan. Ja, Titan und der andere hieß Godzilla. Und dann gab es noch ein Baby. Dann habe ich keine Ahnung, wie der hieß. Titan ist ertrunken wegen mir, weil ich so ein Depp war. Bin ins Wasser mit ihm, hatte kein Stamina mehr. Ich habe auf Stamina nicht geachtet. Wollte leveln gehen. Und dann ist was tragisch passiert. Er hatte kein Stamina mehr. Ich habe ihm, ich glaube, das war Skype, habe ich herumgeschrien, richtig laut: Hilfe! Titan stirbt! Hat aber nichts gebracht. Er ist trotzdem ertrunken. Ich konnte ihn nicht mehr retten. Pfeifen, egal, Scheiß, egal was. Er ist schlussendlich noch Rage geworden, hat mich dann noch umgebracht. Und ja, seitdem gehe ich nie wieder mit der Gigas im Wasser. So, und der Ort ist für mich ein heiliger Ort, heiliger Ort in Ark, da wo ich gerade hinlaufe. Ja. So. Ich lasse die Folge jetzt noch nicht vorbei sein. Ich beende die Folge, wenn ich dort bin. Und ja. Ich vorproduziere jetzt gerade für 2 Wochen. Muss nachher dann noch kurz umbenennen. Und ja. Obwohl, ich mache lieber jetzt schon mal Schluss, sonst jetzt zu lange. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ark Survival Evolved. Danke fürs Anschauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, abonniert und liked dieses Video. Schreibt was in die Kommentare. Haut rein. Das war's von euer Xenox. Haut rein. Ciao, ciao, ciao.